So, ich grüße Sie. Hier ist wieder Axel Woll von der Die Maklerei Immobilienkultur in Nürnberg. Heute nicht aus München, nicht aus Erlangen, nicht aus Fürth, nicht aus Frankfurt, sondern heute sind wir in dem schönen Oberfranken, genauer gesagt in Bad Rodach. Und heute machen wir mal alles ein bisschen anders als bei den letzten knapp 50 Videos, die wir mittlerweile schon abgedreht haben. Und zwar heute bin ich genauso gespannt wie Sie. Warum? Weil ich selber noch nicht in diesem wunderschönen Anwesen war. Das ist ein, so wie ich es gehört habe, ein alter Vier-Seiten-Hof. Dürfte so 17. bis 18. Jahrhundert sein und ist dann so im Laufe der Jahrhunderte immer wieder gewachsen. Ich bin jetzt hier mal außen rum gelaufen. Also es ist mega schön, außen verschindelt, teilweise handbemalt. Wir haben hier einen, das ist das Haupthaus wohl, einen herrlichen Klinkerbau. Wir dürften so ungefähr, so wenn jetzt meine Informationen richtig sind, ungefähr 400 Quadratmeter Wohnflächen haben. Wir sind aufgeteilt in so zwei, drei Häuschen. Dann haben wir hier hinten diverse Scheunen. Also wir machen es jetzt, wie gesagt, mal alles andersrum und ich nehme es jetzt dann mit auf eine Reise, also es ist tatsächlich eine Reise in die Vergangenheit, wo wir dann beide mal hier auch später dann mit der Drohne dann mal durchfließen und nicht durchfließen, durchfliegen natürlich. Und ja, also ich will es jetzt gar nicht lange auf die Folter spannen, weil wir jetzt nämlich dann da gleich zur Eingangstür reingehen und dann werden wir uns das Ganze mal von innen anschauen und ja, von außen werden Sie dann auch ein paar schöne Impressionen bekommen. Und nachdem die ganzen Videos und die Bilder dann eingeflogen sind, also Sie mein imaginäres Auge waren sozusagen, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass Sie auch völlig von den Socken sind, so wie ich das bereits jetzt schon bin. Und dann komme ich nochmal auf Sie kurz zurück und dann erzähle ich Ihnen noch einmal, was ich hier so alles gesehen habe und auch welche Informationen ich noch von den Eigentümern so bekommen habe. Also bleiben Sie gespannt und jetzt geht's los und ja, jetzt freue ich mich, zusammen mit Ihnen jetzt hier durchzulaufen. Also, bis gleich und viel Spaß bei den Bildern, bei den Videos. Danke, die Axel Woll. Tschüssi, ciao.
Los geht's. Was sagen Sie? Sind Sie auch völlig begeistert wie ich? Also das ist doch wunderschön gewesen, wunderschön. Also ja, wo fangen wir jetzt an? Also ich würde sagen, wir haben ein Haupthaus, das waren ehemalige Stallungen. Das ist das mit diesem riesengroßen Kamin und mit diesem riesen Wohnzimmer. Dann haben wir offenes Wohnen, weitere Wohnräume mit diesen schönen alten Kachelöfen, super schön. Dann gibt es hier nochmal ein Vorderhaus. Sie müssen sich vorstellen, das ist wie in einem Atrium liegt es hier. Also es ist ja ein Vierseitenhof. Aber auch nochmal diverse Zimmer drin sind. Und dann gibt es noch einmal ein, das ist so, auch wo die Durchfahrt ist, mit diesem elektrischen Tor, wo wir dann hier auch noch einmal, das scheint wohl das erste Haus gewesen zu sein. Also es dürfte so 1700 irgendwas sein, 1600 irgendwas. Also ich finde es mega, mega schön. Und wenn man sich hier natürlich erkennt, ist das das ideale Leben. Also ich kann es nicht schöner sagen. Im Übrigen, da hinter mir, das sind ja diese Riesenscheunen mit nochmal oben riesen Dachböden, wo man natürlich nochmal was machen kann. Und im Übrigen, das ist jetzt ganz wichtig für alle, die nicht, die vielleicht selber das eine oder andere auch nochmal umbauen möchten. Das ganze Ensemble hier steht nicht unter Denkmalschutz. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, sie haben hier tatsächlich absolut freie Hand. Okay. Ach ja, weil ich da gerade nach rechts schaue. Das sind die ehemaligen Stallungen. Und unter den Stallungen gibt es einen mega schönen Gewölbekeller mit einer langen, ja, ich sag mal, mit so einer Rittertafel. Also das ist echt total schön. Konnte ich jetzt leider nicht fotografieren, weil es da unten jetzt gerade etwas dunkel ist und da der Strom leider nicht geht. Aber okay, also ich würde sagen, das war ein toller Tag. Ich hoffe, dass Ihnen der Video und die Bilder und die Videoschnipsel gut gefallen hat und dass Sie, ja, und danke, dass Sie mein imaginäres Auge waren und dass Sie Ihr Interesse gezeigt haben. Und jetzt freue ich mich natürlich auf Ihre Anschriften und dann werden wir hier eine richtig schöne, tolle Besichtigungstour machen. Also, ja, das war's und Ihr Axel Wolf von der Die Maklerei Immobilienkultur in Nürnberg. Heute aus Bad Rodach bei Coburg aus diesem wunderschönen Anwesen in Vierseitenhof. Ich freue mich auf Ihre Anschriften. Danke, tschüss, bis bald. Tschüssi, ciao. Psst, jetzt habe ich doch den Gewölbekeller gefunden. Den zeige ich Ihnen jetzt. Kommen Sie mit. Ist das nicht der Hammer? Tschüss.